Scheiß leiser. Und damit herzlich willkommen zu diesem etwas späten Video, je nachdem wann ihr es halt guckt. Von daher ist die ganze Einleitung des Videos schon Schwachsinn. Aber hier geht es ganz einfach um folgendes Thema. Ich habe jetzt ja schon tausendmal die Verlosung angekündigt. Und jetzt habe ich mir gesagt, ich mache es jetzt endlich mal. Im letzten Video habe ich euch dazu aufgefordert, doch bitte mal Ideen für einen neuen Kanalnamen in die Kommentare reinzuschreiben oder auch in den Live-Chat. Ich habe mir da jetzt mal 5 von euch rausgesucht, da muss ich aber noch 2 davon leider rausschmeißen, denn ich habe nur 3 Artikel zu verlosen. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal hier vorgeführt, ich zeige es euch einfach gerade nochmal. Es gibt einmal zu gewinnen dieses Brotbrettchen von Godzilla, King of the Monsters, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch hier in der Kamera. Das wäre dann eben einer der vielen Preise. Der zweite, eigentlich sind es nur 3. Der zweite ist dieses Tischtuch hier. Auch sehr schön. Gerade der Spruch gefällt mir sehr gut, wenn man ihn lesen kann. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe sie auch auf Instagram gepostet. Da könnt ihr einfach mal reingucken zur Not. Und der letzte Preis dann eben, und ich liebe dieses Teil ja, sogar mit Unterschrift des Zeichners. Als Autogrammkarte quasi, als Echtheitszertifikat in schöner Hülle. Gibt es einmal, oh Gott, ich traue mich gar nicht, das anzufassen, dieses Bild hier, auf schönem Pergament gedruckt, gezeichnet tatsächlich. Das ist alles handgemalt hier. Hier auch nochmal mit Autogramm der Person und ich finde es halt echt richtig, richtig cool. Das sind eben dann die 3 Preise. Die ich jetzt eben an euch dann verlosen werde. Und ich habe mir eben gedacht, ich mache das Ganze jetzt so. Der erste Platz darf sich ganz einfach eins von den 3 Sachen aussuchen. Der zweite Platz hat dann eben noch die Auswahl zwischen 2 Artikeln. Logischerweise hat dann eben der dritte Platz keine große Wahl mehr. Noch dazu werde ich auch gleich schon das nächste Gewinnspiel ankündigen, was sich nämlich komplett um das Thema Justice League drehen wird. Da ich ja gesagt habe, ich werde es am Anfang so handhaben, dass ich alle 100 Abonnenten ein Gewinnspiel machen werde. Zu dem Zeitpunkt jetzt hier bin ich 2 Abonnenten von den 300 entfernt. Das heißt, ich bin 3 Gewinnspiele hinten dran. Bin froh, wir das eine jetzt erstmal abgehakt haben. Das andere besprechen wir dann später im Video, denn da habe ich auch noch eine kleine News für euch, was die Justice League Folgen oder den Justice League Film angeht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal ganz kurz an mit dem neuen Kanalnamen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe mir jetzt hier ein paar eben von euch rausgesucht. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich da wirklich einen Namen davon komplett übernehmen werde, weil ich tue mich da gerade ein bisschen schwer damit, weil der Kanalname, der jetzt übernommen wird, wird dann eben auch endgültig sein. Ich kann halt nicht die ganze Zeit ändern. Das funktioniert so nicht. Deswegen tue ich mich dann noch ein bisschen schwer damit, aber ich kann das Ganze einfach mal in Relation zu dem setzen, wer mir quasi am meisten weitergeholfen hat beim Finden des neuen Kanalnamens. Ich denke mal, das ist doch eine ganz faire Sache und so werden wir das auch alles handhaben. So, ich habe mir jetzt mal hier von euch ein paar Leute rausgesucht. Nero hat zum Beispiel geschrieben, King of Kaijuverse oder King of Monsterverse. Fand ich echt gut. Ich hätte allerdings... Also ich liebäugel einfach nur mit dem Kaiju-Burst tatsächlich. Das King of, das würde ich dabei sogar wirklich weglassen. Ich mache es einfach jetzt ganz kurz. Komm, wir machen gar nicht ganz lange rum. Da ich mit dem Kaiju-Burst sehr wahrscheinlich sehr einverstanden bin, ich werde da vielleicht noch ein bisschen was drehen an dem Namen, ist Nero ganz einfach der erste Platz. Ich werde es auch in die Kommentare reinschreiben. Nein, in die Beschreibung. Ich lerne es nie. In die Beschreibung reinschreiben. Ich werde es hier im Video nochmal einblenden. Du bist der erste Platz. Du hast jetzt quasi dann die Wahl, die 1 der 3 Artikel auszusuchen. Schreib mir das Ganze am besten mal per schreib mir es einfach per Instagram als ganz normale Nachricht. Dann können wir dann eben kurz dann auch noch die Adresse austauschen, damit du dann nämlich eben auch deinen ersten Preis dann eben bekommst. So, dann machen wir jetzt einfach gleich mal weiter hier. Auf Platz 2 haben wir dann jetzt eben hier Stay 9. Ganz einfach, weil der Name Kaiju World auch verdammt cool gewesen ist und der ist eben auch sehr dezent.
tatsächlich. Davor hast du eben noch geschrieben Kaiju Sense. Es müsste eigentlich heißen, wenn schon Kaiju Incense, weil Incense ist ja ein Wort, in Game Incense quasi, das ist ja ein Wortwitz. Deswegen Kaiju World war schon in Ordnung, aber das Kaiju-Verse hat sich dann für mich dann doch ein bisschen weiter angefüllt einfach. Das war für mich ein bisschen, einfach, es hört sich einfach besser an, bin ich der Meinung. Deswegen eben nur Platz 2, aber immerhin hast du jetzt immer noch die Chance, dir aus beiden Artikeln was auszusuchen, die jetzt eben dann noch übrig bleiben. Sprich, wenn sich dann eben Nero bei mir gemeldet hat, gebe ich dann eben an dich weiter, was jetzt noch übrig ist von den beiden Preisen und von den 3 Preisen. Und dann kannst du dir eben einen aussuchen von den 2, die noch übrig sind. Jetzt haben wir es doch. So, ich muss das hier vielleicht mal ein bisschen näher ranholen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Kaiju Gamer hat Darren HD geschrieben. Das hätte ich sowieso rausgenommen, weil das eben wieder in Richtung Games geht. Und Games sind jetzt ja erstmal wirklich so auf Rang B auf diesem Kanal. Ja, wenn es halt mal um Games geht, dann geht es dann wirklich um Kaiju-Spiele, so Godzilla-Games oder irgendwas. Aber da das eben nicht im Fokus ist, habe ich das dann wieder rausgenommen. King of the Monsters hat mir vorgeschlagen, Big Kaijuverse Channel. Das war mir dann auf jeden Fall zu krass gewesen. Das tut mir leid. Die Idee, ich finde super, dass du dir auch da Gedanken drüber gemacht hast. Du hast tatsächlich versucht, alle meine Kritikpunkte in einen Namen reinzusetzen. Und dadurch hast du aber genau das gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. Nämlich dieses, du hast zu stark ausgeholt. Aber trotzdem, wirklich vielen Dank für die Infos. Generell mal Danke an alle, die da überhaupt mitgemacht haben, dass ihr euch wirklich die Mühe gemacht habt, mir da auch verschiedene Namen zu schicken. Und wie gesagt, ich mache jetzt immer mehr Gewinnspiele. Da kann man das dann... also ihr habt noch die Chance zu gewinnen. Ihr seid jetzt nicht irgendwie aus dem Rennen komplett raus, da kommen noch andere Sachen. Wie gesagt, wir kommen auch auf jeden Fall nochmal auf das Godzilla-Thema zu. Deswegen wird es da auch noch ganz andere Gewinnspiele geben, was eben Godzilla angeht. Jesse Inxane, ich hoffe, das stimmt, wie ich es ausspreche. Du hast vorgeschlagen Zilla Incense und damit bist du auf Platz 3 gelandet. Ich fand das cool. Zilla Incense hört sich aber für mich einfach ein bisschen komisch an. Das war tatsächlich der einzige Grund, warum ich eben dann auch hier gesagt habe, okay, nee, das kann ich nicht nehmen, zumal es dann eben doch wieder in diese Incense-Schiene irgendwie geht. Und davon wollte ich mich dann irgendwie auch dann komplett lösen. Deswegen bist du nur, in Anführungszeichen, nur Platz 3 und du bekommst dann eben das, was die anderen beiden übrig lassen. Und wie gesagt, das Ganze läuft jetzt eben folgendermaßen ab. Ich werde jetzt hier nochmal alle Gewinner einblenden. Ihr schreibt mir einfach per Instagram eine Nachricht und dann bekommt dann eben jeder quasi seine Preise noch vorgelegt, die er eben noch zur Verfügung hat. Wie gesagt, der erste Platz kann sich eins aussuchen, der zweite Platz muss dann entscheiden zwischen 2 Gewinnen, die noch übrig geblieben sind, und der dritte Platz nimmt dann eben das, was noch da ist. So, und dann können wir das jetzt hier schon mal abhaken. Endlich. Es wird das letzte Mal sein, dass ich hier wirklich so lange brauche für ein Gewinnspiel, weil das halt echt auch das erste Mal ist, dass ich sowas mache. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen mit rumgetrödelt. Denk mal, das ist aber eher halb so schlimm. Ich habe jetzt eben gerade mitbekommen, dass ich überhaupt nicht über das Mikrofon spreche, das ich hier vor mir stehen habe, sondern über das MacBook selber. Ich hoffe mal, der Ton ist doch noch okay. Klassiker halt, ne? Ich hoffe, das geht einfach trotzdem noch alles klar und wir machen das Video jetzt auch gar nicht mehr so lang, keine Angst. Wir sprechen einfach noch mal ganz kurz über den Justice League Film, der uns jetzt ja am 18. März in Deutschland erreicht, was auch schon bald ist tatsächlich, fällt mir gerade auf. Anhand des Justice League Films habe ich mir einfach gedacht, was kann man denn da Cooles verlosen? Natürlich irgendwas in Richtung DC. Und ich habe mir einfach jetzt mal hier diese Joker-Figuren für euch besorgt. Ich kann jetzt hier mal eine in die Kamera halten oder ich kann einfach mal eine Aufnahme davon jetzt hier reinsetzen. Das ist der Joker, den wir aus dem The Dark Knight-Film kennen. Und das sind quasi so die besten Momente, die man eben dann vom Joker kennt. Gerade das hier mit den Granaten ist, glaube ich, jedem bekannt. Mit dem Gag, mit dem Wortwitz. Dann haben wir eben dann noch hier die Maske, wo er das erste Mal die Maske runterzieht. Das ist eine der coolsten Szenen, wo er aus dem Polizeiauto rausguckt und eben alles so genießt. Ja, so den Wind genießt und alles. Das ist echt eine super Szene.
Und dann eben noch das hier hinten, wo er dann quasi kopfüber hängt und nochmal einen Dialog mit Batman hat zum Schluss. Auch ganz cool. Das hier ist der Joker, wie er quasi dann das erste Mal Batman, bevor Batman auftaucht, mit einem Maschinengewehr. Das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht unter die besten Momente des Jokers gepackt. Ich finde, da ist die Szene, in der er so wahnsinnig klatscht, wesentlich cooler. Aber gut, auf jeden Fall gibt es diese Figuren hier einmal zu gewinnen im Gesamtpaket und dann eben dieses Bild jetzt hier, das ich noch gar nicht ausgepackt habe. Boah, das kriege ich dann nie wieder rein. Ich blende es hier einfach mal ein. Es ist ein Poster. Tatsächlich, aber es ist auch Material. Das ist, das fühlt sich echt gut an. So, das sind eben dann jetzt die Gewinnspiele hier. Und um das zu gewinnen, müsst ihr ganz einfach Folgendes tun. Und zwar nennt ihr mir einfach drei Gründe. Drei Gründe, warum DC besser ist als Marvel. Und das dürft ihr jetzt aber nicht falsch verstehen. Ihr müsst sogar einfach mal sehr kreativ daran gehen. Sogar wenn ihr eben sagt, ey, was schwätzt du da? Marvel ist viel besser als DC. Trotz allem könnt ihr da ja ganz gerne mitmachen und euch einfach mal irgendwelche Sachen überlegen. Wie gesagt, drei Gründe. Es gibt diesmal nur einen Gewinner. Der Gewinner bekommt sowohl die ganzen Joker-Figuren als eben auch dieses Poster jetzt hier. Das Gewinnspiel wird dann eben veröffentlicht bei meinem ersten richtigen Livestream, den ich jetzt einfach mal hier ankündige. Es wird der Snyder Cut sein, den wir uns dann zusammen quasi live angucken werden. Und auch noch eine kleine Info dann dazu. Der Snyder Cut wird jetzt nämlich doch nicht in 4 Episoden aufgeteilt, sondern in ganze 6 Episoden. Wurde jetzt eben auch bekannt gegeben. Es wurde auch bekannt gegeben, wie diese 6 Episoden heißen werden. Das kann ich auch mal gerade einblenden. Und finde ich sehr interessant, zumal ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob der Film dann jetzt anstatt 4 Stunden sogar 6 Stunden geht. Ich glaube es aber nicht. Ich schätze einfach mal, dass die Folgen doch noch runtergetrimmt wurden auf 45 Minuten statt 1 Stunde. Und dass man dann da eben gesagt hat, gut, machen wir eben 6 Episoden daraus. Ja, das war es auch jetzt mit diesem kurzen Video jetzt hier gewesen. Ging eben relativ schnell. Ging auch einfach nur um die Verlosung einfach mal, dass wir die mal raushauen können. Und ich hoffe, das ist okay, so wie ich das mache. Wie gesagt, sämtliche konstruktive Kritik könnt ihr auch in die Kommentare reinhauen. Aber wie gesagt, einfach auch konstruktive Kritik, mit der ich auch dann wirklich arbeiten kann. Finde ich immer super, ist eine geile Sache. Bin ich auch wirklich dankbar dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.